liebe Kinder, hier ist wieder eure Peppina. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich in der Wilhelma in Stuttgart. Das ist ein riesengroßer Zoo und wir lernen zusammen heute das ABC. Also lasst uns mal schauen, zu welchen Buchstaben wir tolle Tiere entdecken können. Kommt mit! Wir starten direkt mit unserem ersten Buchstaben im Alphabet, dem A. Fällt euch da spontan ein Tier dazu ein? Genau, A wie Affe. In unserem Peppina-Song schwingen wir doch auch immer wie die Affen. Steht alle mal auf und dann schwingen wir zusammen. Hin und her, hin und her. Und her, wie die Affen. Genau, super macht ihr das. Und es gibt natürlich verschiedene Affenarten. Das hier sind zum Beispiel Paviane. Es gibt aber zum Beispiel auch Rotgesichtsmakaken, Totenkopfäffchen, die sind ja mal richtig süß. Gorillas, wie der hier zum Beispiel, der gemütlich hin und her schaukelt. Oder aber auch Schimpansen. Habt ihr sie auch schon entdeckt? Die zwei Biber. B wie Biber. Sind die nicht süß? Und wisst ihr, Biber sind immer zu zweit. Und wenn sie oben auf dem Wasser liegen, halten sie sogar manchmal Händchen. Schaut mal, ich bin ins Reich der Fische abgetaucht, denn unser nächster Buchstabe ist der Buchstabe C. Und ich habe mir überlegt, wir suchen nach einem Clownfisch. Boah, schaut euch mal diesen riesengroßen Fisch an. Das ist ein Zackenbarsch. Oh, und schaut mal diesen schönen Seestern an. Schaut mal, ich habe Nemo gefunden, den Clownfisch. C wie Clownfisch. Ui, da kommt der Clownfisch aus seiner Anemone und seht mal genau hin, hier ist sogar ein Baby-Clownfisch. Und hier sind wir direkt beim Buchstabe D, dem Doktorfisch. Schaut euch diesen wunderschönen Fisch mal an. Eigentlich müssten wir ihn ja in Peppina-Fisch umbenennen, denn wir lieben beide die gleichen Farben. Gelb und Blau. Töre! Unser nächstes Tier kennt ihr garantiert, oder? Genau, E wie Elefant. Und wisst ihr, wie ihr selber ein Elefant sein könnt?
Ihr nehmt eine Hand an die Nase, die andere Hand schiebt ihr durch dieses Loch und dann habt ihr einen tollen Rüssel und könnt wie ein Elefant hin und her schwingen. Macht alle mal mit! Tada! Super macht ihr das! Vielleicht könnt ihr ja unseren nächsten Buchstaben bzw. unser nächstes Tier erraten. Es macht nämlich diese Bewegung. Macht alle mal mit. Und hört mal zu. Quark, quark, quark. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Richtig, ein Frosch. F wie Frosch. Und schaut euch mal diesen süßen grünen Frosch an. Der macht gerade ein kleines Mittagsschläfchen. Und ich mache mich auf den Weg zu unserem nächsten Tier mit dem Buchstaben G. Ha, Kinder, habt ihr das auch gesehen? Da hängt ja Futter fast oben an der Decke. Welches Tier könnte denn so einen langen Hals haben? Habt ihr es entdeckt? Unser nächstes Tier. G wie Giraffe. Und jetzt machen wir alle mal einen ganz langen Hals wie eine Giraffe. Streckt euch alle mal ganz weit nach oben. Genau, super. Ein bisschen Sport tut uns ja immer gut. Kinder, ich glaube, ich habe unser nächstes Tier entdeckt. H wie Hai. Falls ihr einen sehen solltet, müsst ihr ganz laut Hai rufen. Okay? Wow, ihr habt den Hai entdeckt. Toll gemacht. Und das ist ein Stierkopfhai. Stierkopfhaie werden ungefähr 1 Meter lang und ernähren sich von Schnecken, Muscheln und Seeigeln. Kinder, ich suche gerade unser nächstes Tier mit dem Buchstaben I. Ich suche nach einem Igel. Im Gebüsch. Aber ich habe leider keinen gefunden. Ich blende euch mal ein Bild von einem Igel ein und ich würde sagen, wir machen einfach alle so wie ein Igel. Alle aufstehen, die Hände in die Luft wie bei unserem Peppina-Song und dann machen wir uns klein und rund und stachelig wie ein Igel. Das macht ihr super! Gleich nochmal! Prima! Boah, ich habe einen Jaguar entdeckt. J wie Jaguar. Und der Jaguar ist die drittgrößte Raubkatze der Welt nach Löwen und Tigern und lebt im tropischen Regenwald. Boah, was ist denn das Riesiges? Habt ihr eine Idee, was das für ein Tier ist? Genau, das ist ein Krokodil. K wie Krokodil. Und schaut euch mal diese vielen scharfen Zähne an. Boah, der sieht aber ganz schön gefährlich aus. Gott sei Dank, ist das kein echtes Krokodil. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal ein paar echte an. Miau.
Seht mal her! Ich habe ein Krokodil gefunden und wie es sich langsam im Wasser bewegt. Aber Krokodile können gerade bei der Jagd auch ziemlich schnell sein. Puh, hier ist es aber ganz schön heiß. Krokodile mögen es nämlich richtig schön warm und leben in Sümpfen und Flüssen. Und wir stehen jetzt alle mal auf und machen wie ein Krokodil. Super macht ihr das! Psst, alle mal ganz leise sein. Da liegt unser nächstes Tier, ein Löwe. L wie Löwe. Den wecken wir aber lieber nicht auf. Guckt mal, dieser große Schädel und diese scharfen Zähne. Jetzt ist er doch noch wach geworden und wollte einfach ein bisschen an die frische Luft. Unser nächster Buchstabe im Alphabet ist der Buchstabe M. Fällt euch dazu vielleicht ein Tier ein? Aha, mir ist auch direkt ein Tier eingefallen, das ich sogar selber daheim habe als Haustier. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, welche Haustiere ich zu Hause habe. Genau, Meerschweinchen. M wie Meerschweinchen. Ach, Meerschweinchen sind einfach meine absoluten Lieblingstiere. Die sind einfach so goldig. Ich halte mal Ausschau nach unserem nächsten Tier. Wo ist es denn? Wow, schaut euch mal dieses riesige Nashorn an. N wie Nashorn. Und habt ihr das gesehen? Das Nashorn ist ganz schön hungrig und frisst gerade lecker Gemüse. Und danach geht es wieder raus in sein großes Gehege. Kinder, schaut mal, was ich Tolles entdeckt habe. Unser nächstes Tier, habt ihr vielleicht eine Idee, was das sein könnte? Ein Okapi. O wie Okapi. Das sieht ja schön aus. Wen habe ich denn hier entdeckt? Das ist ein wunderschöner Papagei. P wie Papagei. Aber, das ist ja gar kein echter Papagei. Vielleicht versuchen wir mal zusammen, aus diesem einen echten Papagei zu zaubern. Steht alle mal auf, wir benutzen die Pepina-Zauberkraft. Die Hände in die Luft. Die Lupe zur Seite und dann geht's los. Alle zusammen, ganz laut. Tee-Duff, Tee-Duff, Tee-Duff. Genau, super. Tee. Wow,
Schaut euch mal diesen schönen Papagei an. Zusammen haben wir es tatsächlich geschafft, einen lebendigen Papagei herzuzaubern. Und seht ihr diese wunderschönen Farben? Papageien haben so schöne bunte Federn. Der hier ist zum Beispiel richtig schön grün. Und wusstet ihr, dass Papageien manchmal sogar sprechen können? Also falls ihr mal einen seht, sagt ihm auf jeden Fall Hallo und wartet ab, ob er antwortet. Wir sind mittlerweile beim Buchstaben Q angelangt und schaut mal hinter mich. Habt ihr eine Idee, wie dieses Tier heißt? Das ist eine Qualle, genau. Q wie Qualle. Wahnsinn, wie schön elegant die Quallen durchs Wasser gleiten. Wow, die Quallen haben mir so gut gefallen, dass ich jetzt richtig Lust habe, mich wie eine Qualle zu bewegen. Macht ihr alle mit? Steht mal auf! Das sieht so witzig aus! Super macht ihr das! Kommt, wir gehen weiter zu unserem nächsten Buchstaben. Und hier haben wir schon unser nächstes Tier mit unserem nächsten Buchstaben. Vielleicht habt ihr wieder eine Idee, was das sein könnte. Ein Reh, genau. R wie Reh. Unser nächster Buchstabe im Alphabet ist der Buchstabe S. Und vielleicht fällt euch ja ein Tier mit S ein, das im Meer lebt. Seepferdchen zum Beispiel, genau. Oder der Seelöwe. Die verstecken sich aber gut. Da kommen sie ja angeschwommen. Hallo Seelöwen! Die Seelöwen hier sind kalifornische Seelöwen, das heißt, sie kommen aus Amerika und werden bis zu 400 Kilogramm schwer. Das ist eine ganze Menge. Wisst ihr denn, wie viel ihr wiegt? Habt ihr euch schon mal auf der Waage gewogen? Aha, das ist aber auch ganz schön viel. Die Seelöwen sind aber noch viel, viel schwerer. Hier steht sogar, wie die Seelöwen heißen. UNESCO, EFI, HOLO, Nalu und Jette. Das sieht doch nach unserem nächsten Tier aus. T wie Tapir. Nom, 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 nom. Na, denen scheint es richtig gut zu schmecken. Ich halte mittlerweile im Wald Ausschau nach unserem nächsten Tier. Zuerst will ich euch aber noch was Tolles zeigen. Wahnsinn! Schaut euch mal diesen riesen Mammutbaum an. Boah, da passen nicht mal meine Arme ganz drumherum. So riesig ist der. Ich höre mal, ob das nächste Tier irgendwelche Geräusche von sich gibt.
Aha. Hört ihr ihn auch? Den Uhu? U wie Uhu? Aber ich glaube, der Uhu macht gerade ein Schläfchen. Denn Uhus sind nachtaktive Tiere. Das heißt, sie schlafen tagsüber und sind nachts unterwegs. Habt ihr sie auch entdeckt? Diese große Spinne, das ist eine Vogelspinne. V wie Vogelspinne. So eine große Spinne gibt es Gott sei Dank hier bei uns in Deutschland nicht. Aber auch wir hier haben natürlich viele kleine Spinnen. Ihr habt bestimmt schon mal eine Spinne gesehen, oder? Das dachte ich mir schon. Wer hat auch schon unser nächstes Tier entdeckt? W wie Wolf. Und das hier ist ein Mähnenwolf. Und wisst ihr, was Wölfe machen? Wölfe heulen. Das hört sich so an. Au! Au! Und jetzt machen wir das alle mal zusammen. Ihr seid dran. 1, 2, 3. Alle zusammen. Au! Wir sind alle Wölfe. Au! Au! Super habt ihr das gemacht. Mittlerweile sind wir schon fast am Ende von unserem Alphabet angekommen, beim Buchstaben X. Und es gibt sehr, sehr wenige Tiere mit dem Buchstaben X, aber es gibt zum Beispiel den Xenosaurus. Das ist eine Echse. Den gibt es hier im Zoo aber leider nicht. Dafür können wir aber andere Echsen anschauen. Wow, schaut euch mal diese tollen Farben an. Ach, die Echsen haben es schön. Die können faul in der Sonne liegen, aber wir machen uns jetzt natürlich auf zu unserem nächsten Buchstaben. Nanu, was haben wir denn da? Habt ihr so ein Tier schon mal gesehen? Das ist ein Yak. Y wie Yak. Mittlerweile sind wir schon bei unserem letzten Buchstaben im Alphabet angekommen, beim Buchstaben Z. Habt ihr vielleicht eine Idee, welches Tier mit dem Buchstaben Z beginnt? Zebra zum Beispiel oder auch die Ziege. Ziegen findet ihr natürlich auch auf dem Bauernhof. Also wenn ihr mit euren Eltern mal unterwegs seid, haltet einfach mal Ausschau. Und hier in der Wilhelma
dürfen wir sogar Ziegen füttern und streicheln. Was für ein toller Tag in der Wilhelma in Stuttgart. Und wir haben heute zusammen das ABC gelernt. Jetzt werden wir es alle nochmal zusammen aufsagen, damit wir uns die einzelnen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge merken können. Also, alle zusammen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Super gemacht! Und jetzt wird noch eine Runde getanzt und gesungen zu unserem Peppina-Song. Wir watschen alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stach. Stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Eins, zwei, drei, alle sind dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant. Die Hände in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und denkt dran, wenn es mal schwer wird, nutzt einfach die Peppina-Zauberkraft. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.